Liebe Yogis, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video. Ich freue mich total, dass du wieder da bist. Ich habe dir heute eine recht kurze, dafür knackige Vinyasa-Yoga-Einheit vorbereitet. Und diese Einheit soll dich dabei unterstützen, wieder mit deinem Körper, mit deinem Atem und so mit deinem Geist in Kontakt zu kommen, ganz nah bei dir zu sein. Wir fließen also und atmen uns durch die verschiedenen Asanas. Der Spaß soll absolut im Vordergrund stehen und ganz nebenbei wird die Energie angehoben, ja, die Lebenskräfte kommen ein bisschen zurück. Gerade so morgens, wenn du energiereich in den Tag starten möchtest, eignet sich dieses Video, glaube ich, ganz gut. Wir üben relativ flott. Nimm dir immer Pausen, wenn du die brauchst. Und vielleicht musst du das kurze Video ein-, zweimal üben, um dann wirklich gut mitatmen zu können. Wie immer, kein Druck, absolut hab Spaß, fühl dich gut. Und dann schnapp dir jetzt deine Matte, vielleicht Hilfsmittel, die du brauchst. Und dann lass uns gleich loslegen. Wir beginnen im Stehen. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft. Ich hoffe, du hörst mich jetzt gut. Und dann probieren wir das doch mal aus. Also, komm einmal zum Stehen, zum Anfang deiner Matte in einen hüftbreiten Stand. Deine Fußinnenkanten parallel zueinander. Tadasana, die Berghaltung. Lass dir den Atem jetzt ganz locker fließen. Du könntest dir hier eine Intention fassen für deine heutige Praxis, die zum Beispiel sein könnte, dich ganz lebendig zu erleben. Spür, wie die Krone deines Scheitels Richtung Himmel strebt und deine Füße fest in den Boden schieben. Tadasana. Mit deiner nächsten Einatmung nimm die Arme lang über die Seiten nach oben. Streck dich hier ganz, ganz lang. Schließ die Hände und ausatme. Nimm die Hände vor dem Herzen in Anjali Mudra. Noch zweimal so einatmen. Öffne dich, mach dich lang. Und ausatmen. Hände vor die Brust. Noch einmal so tief ein. Und ausatmen ins Anjali Mudra. Jetzt atme nochmal ein. Nimm die Arme lang nach oben. Führ die Hände hinter den Rücken zusammen in den Flechtgriff. Hake die Finger ineinander, winkel die Knie ein ganz klein wenig an. Atme hier ein, zieh den Flechtgriff weg vom Po, weit nach hinten und vor allen Dingen nach unten. Und mit der nächsten Ausatmung komm nach vorne in eine Vorwärtsbeuge. Zieh den Flechtgriff ganz, ganz locker über den Kopf. Die Knie hier gerne noch ein bisschen angewinkelt. Fühl dein Gewicht auch vorne in den Zehen. Mit der nächsten Einatmung heb hier die Schulterköpfe weit weg vom Boden in Richtung Himmel. Und ausatmen, falte dich so gut, wie es im Moment möglich ist. Nochmal einatmen so. Und ausatmen weich. Gut, komm zurück in eine halbe Vorwärtsbeuge, der Flechtgriff zurück zum Kreuzbein. Winkel die Knie ein bisschen an, komm einatmen nach oben zum Stehen. Arme lang und mit der Ausatmung setz dich in den Stuhl Utkatasana. Die Arme und die Hände streben Richtung Himmel. Wenn du nach unten schaust, siehst du deine Zehen, die Knie ganz stabil und dann setz dich tief auf diesen kleinen Küchenhocker. Einatmen hier, Körperseiten mach lang und ausatmen, setz dich tiefer. Gut, mit der nächsten Einatmung streb Richtung Himmel und dann obacht. Atme aus, dreh den Oberkörper nach rechts. Linker Arm kommt nach vorne, rechter Arm kommt nach hinten. Schau nach rechts für einen Atemzug. Und zurück zur Mitte, Utkatasana. Und dann atme hier noch einmal ein. Mit der Ausatmung falte dich in eine Vorwärtsbeuge. Lass Arme und Kopf hier ganz locker nach unten fallen. Und dann verlagere dein Gewicht wieder nach vorne in die Großzehballen. Nimm einen Atemzug hier, schieb nach unten in die Füße und dein Becken weit nach hinten und nach oben.
Ausatmen, falte dich ganz locker. Nächste Einatmung in eine halbe Vorwärtsbeuge. Stell die Finger vor dir auf oder nimm die Hände zum Schienbein. Der Oberkörper wird ganz lang wie zum Tisch. Bleib hier für einen Atemzug. Schieb nochmal einatmen, die Krone des Kopfes weit nach vorne, dein Becken nach hinten. Ausatmen in die ganze Vorwärtsbeuge. Noch einmal so einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, lange Wirbelsäule. Und dann obacht mit der Ausatmung, tritt zurück in eine schiefe Ebene. Großer Ausfallschritt und dann in die Bretthaltung. Hab deine Hände unter den Schultergelenken, Bauch fest, Popo fest und die Beine aktiv. Schieb die Fersen nach hinten und den Scheitel nach vorne. Noch ein Atemzug hier. Und dann roll nach vorne auf die Zehen und senk über die Knie zum Boden ab. Gut. Deine Hände sind neben der Brust. Leg die Füße lang in die Matte. Zehennägel drücken in den Boden. Komm einatmend nach oben in eine kleine Cobra. Heb Oberkörper und Kopf. Bleib hier für einen Moment. Achte hier auf den ganz langen Nacken. Und um den unteren Rücken zu schonen, schieb deine Schienbeine energetisch zueinander. Nochmal einatmen hier in der kleinen Kobra. Das Gewicht oder beziehungsweise die Kraft kommt aus dem Oberkörper. Ausatmen, Stirn zurück zum Boden. Ich verzichte drauf mit diesem Mikro. Stell die Zehen auf. Und dann schieb dich einmal in den Vierfüßlerstand. Vom Vierfüßlerstand in den ersten hinabschauenden Mund. Schieb dein Becken weit nach hinten. Gut. Kurz einrichten hier im Hund, vielleicht so ein wenig auf der Stelle laufen. Gut, und dann lass die Bewegung verklingen. Press die Hände fest in den Boden und dann heb hier die Oberarme weiter weg vom Boden. Schieb dein Becken weit nach hinten raus. Knie ein ganz klein wenig angewinkelt. Mache die Körperseiten ultra lang. Sehr gut. Nochmal einatmen. Ganz, ganz lang werden. Und ausatmen. Gut. Mit der nächsten Einatmung roll nach vorne in die schiefe Ebene. Komm nochmal ins Brett. Ausatmen, leg die Knie ab, senk dich Richtung Boden. Komm zum Liegen hier auf dem Bauch. Nochmal einatmen, roll die Schultern hoch in eine kleine Kobra. Beine und Popo fest. Ausatmen, Stirn zurück zum Boden. Einatmen. Wenn du möchtest, komm in eine größere Kobra. Hier wirklich die Beine ganz aktiv zueinander ziehen. Die Arme bleiben ein klein wenig angewinkelt. Und dann spür, wie sich die Schulterblätter ganz flach in den Rücken anlegen und schieb dein Herz weit nach vorne. Die Schultern weite nach außen und tendenziell nach hinten. Einmal hier einatmen in der Kobra und dann atme aus, komm über den Vierfüßler zurück in den Hund. Gut. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein lang nach hinten und nach oben in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, führ das rechte Knie nach vorne zum Brustbein. Halt hier für einen kurzen Moment. Und dann setz den rechten Fuß zwischen deine Hände in die Sprinterposition. Komm auf die Fingerspitzen. Und dann beginn mit der nächsten Einatmung die Hände zu lösen. Komm nach oben in Krieger 1 Variation. Den hohen Ausfallschritt. Richte dich auch hier wieder ein. Die Hände und die Arme streben Richtung Himmel. Du spürst lange Körperseiten. Heb die Taille richtig nach oben. Und ausatmen. Vielleicht setz dich ein bisschen tiefer. Heb nochmal einatmen, den hinteren Oberschenkel. Weit nach hinten und nach oben. Ausatmen, tiefer im vorderen Knie. Nimm die Hände hinter den Rücken in den Flechtgriff. Einatmen, mach die Brust hier ganz breit. Und mit der Ausatmung senk den Oberkörper neben deinen rechten Unterschenkel. Humble Warrior Variation. Mach das hintere Bein nochmal ganz, ganz aktiv.
Einatmen hier, zieh die Schultern Richtung Himmel. Und aus, gut. Komm wieder zurück auf halber Höhe. Löse die Hände. Atme ein, komm nach oben in den Ausfallschritt. Sehr gut. Und dann beginn den Oberkörper nach rechts zu drehen. Linker Arm kommt nach vorne, rechter Arm nach hinten. Gut. Bleib hier für einen Moment. Leg den hinteren Arm auf den hinteren Oberschenkel. Vordere Handfläche dreh nach oben. Beug dich ein bisschen nach vorne. Und mit der nächsten Ausatmung führ die Hand über den Kopf. Gedrehter Reverse Warrior. Einatmen hier. Ausatmen. Zurück in die Sprinterposition. Hände in die Matte. Rechten Fuß nach hinten in den Hund. Und vielleicht kurz durchbewegen. Wir fließen durch ein Vinyasa. Einatmen nach vorne ins Brett. Ausatmen, senk über die Knie Richtung Boden. Einatmen, Cobra oder kleine Cobra. Und ausatmen in den Hund. Sehr gut. Nimm einatmen, dein rechtes Bein nochmal nach hinten und nach oben. Ausatmen, setz den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Einatmen hier, schieb dein Brustbein hier lang nach vorne. Ausatmen, Schritt nach vorne, Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Schieb die Füße fest in den Boden. Komm einatmen, nach oben zum Stehen. Ausatmen, in den Stuhl, Utkatasana. Gut. Setz dich hier wieder tief in diesen Stuhl. Knie ganz stabil. Einatmen, streb Richtung Himmel. Mit der Ausatmung beginn nach links zu drehen. Rechter Arm kommt nach vorne, linker Arm nach hinten. Für einen Atemzug. Komm einatmen, zurück zur Mitte. Und aus in eine Vorwärtsbeuge. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, komm wieder in die schiefe Ebene. Bretthaltung. Hoffentlich hört man mein Schnaufen nicht zu sehr. Atme hier tief ein. Feste Körpermitte. Und dann senk ausatmend über die Knie Richtung Boden. Einatmen, kleine oder große Kobra. Bleib für einen Moment. Um den unteren Rücken hier zu schonen, schieb die Schienbeine zueinander. Nochmal einatmen hier. Ausatmen zurück in den Hund. Ganz kurz hier einrichten. Sehr gut. Mit der nächsten Einatmung und leicht angewinkelten Knien schieb nochmal dein Becken weit nach hinten und nach oben. Mach die Körperseiten ultra lang. Ausatmen, lass dein Herz Richtung Boden sinken. Gut, andere Seite. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund ganz weit. Ausatmen, linkes Knie zieht zum Brustbein. Warte hier einen ganz kurzen Moment. Und dann setz den Fuß zwischen die Hände in die Sprinterposition. Die Finger beginnen sich zu lösen. Komm einatmen, nach oben, Krieger 1. Und spür wieder, wie die Körperseiten hier ganz lang werden. Die Arme ziehen dich nach oben. Und ausatmen, vielleicht setz dich tiefer. Mit der nächsten Einatmung heb den hinteren Oberschenkel weit nach hinten und nach oben. Und dann atme aus, komm tiefer im vorderen Knie. Sehr gut. Nimm die Hände hinter den Rücken in den Flechtgriff. Einatmen, breite Brust. Ausatmen, Humble Warrior, neig dich, verneig dich zum linken Oberschenkel. Und jetzt mach das hintere Bein ganz lang und ganz aktiv. Ein Atemzug hier. Komm wieder auf halber Höhe, löse die Hände. Krieger 1, Arme lang, setz dich tief. Gut. Beginn langsam den Oberkörper nach links zu drehen. Der rechte Arm kommt nach vorne, der linke Arm nach hinten, ganz entspannte Schultern. Gut.
Leg die hintere Hand auf den Oberschenkel ab. Dreh die vordere Handfläche nach oben. Und dann lehn dich über den linken Oberschenkel. Nächste Ausatmung, zieh den Arm lang über den Kopf. Gedrehter Reverse Warrior. Ein Atemzug hier. Und komm zurück. Linken Fuß nach hinten in den Hund. Sehr schön. Bleib hier für einen kurzen Moment. Die Knie ein bisschen angebeugt. Atme hier ein, schieb nochmal deine Körperseiten ganz, ganz lang. Die Achseln hüpf weit weg vom Boden. Und mit der nächsten Ausatmung schieb die rechte Ferse tief in den Boden. Bleib hier für einen Moment. Komm einatmen, zurück zur Mitte. Und ausatmen, die linke Ferse, Erde hier tief. Sehr gut. Einatmen, zurück zur Mitte. Und mit der nächsten Ausatmung weite die hinteren Oberschenkel weit nach hinten. Und dann strecken sich vielleicht die Beine ganz liebevoll ein bisschen mehr. Im Gefühl ist dieser Hund fast so ein bisschen mit einem Hohlkreuz. Stell dir vor, du stülpst dein Steißbein weit nach oben Richtung Himmel. Gut. Mit der nächsten Einatmung roll über die Zehen wie eine Welle nach vorne in die Bretthaltung. Leg die Knie ab und komm ausatmend zum Liegen Richtung Boden. Gut. Dieses Mikro einmal hier aufpassen. Leg die Füße lang in den Boden, die Zehennägel schieben in die Matte. Und dann könntest du die Stirn ablegen. Nimm die Arme nach vorne. Die Handflächen zeigen zueinander. Und dann atme hier einmal tief ein. Dein Schambein schiebt in den Boden. Und mit der nächsten Ausatmung heb dein rechtes Bein so weit du kannst. Und den linken Arm so weit du kannst. Zieh dich hier in die Diagonale. Nochmal einatmen. Ausatmen, zurück. Einatmen hier. Ausatmen, linkes Bein und rechter Arm, ganz, ganz lang. Ein Atemzug und zurück. Sehr gut. Lass die Füße im Boden, heb die Arme weg vom Boden, atme hier tief ein und mit der Ausatmung zieh die Ellbogen Richtung Taille nach hinten, wie so ein Schwimmer. Einatmen, lange Arme. Ausatmen, zieh die Ellbogen ran, komm höher. Einatmen, langer Nacken. Ausatmen, zieh dich. Sehr gut, letztes Mal hier. Und dann form ein kleines Päckchen mit den Händen. Ganz kurz ausruhen. Und dann könntest du dein Becken von Seite zu Seite wiegen. So ein bisschen neutralisieren. Und dann heb die Stirn hier wieder an. Bring die Arme neben deinen Körper. Deine Fingerspitzen ziehen jetzt Richtung Zehen. Mit der nächsten Einatmung heb Oberkörper, Kopf und Arme. Und heb die Beine Richtung Himmel. Wie so ein fliegender Vogel. Und jetzt pulsiere hier mit deinem Atem. Lass den Nacken ganz lang. Einatmen, heb alles, was du hast. Und aus. Nochmal einatmen hier. Und dann atme aus, senk langsam ab. Nochmal ganz, ganz kurzes Päuschen. Bring den rechten Arm auf deine rechte Seite. Heb dein linkes Bein. Und dann roll den gesamten Körper auf die rechte Seite rüber. Du liegst vielleicht auf der rechten Schläfe. Und dein linkes Bein stell hinter dir auf. Mit der linken Hand könntest du dich vor der Brust abstützen. Und dann spürst du jetzt hier eine schöne Öffnung in der rechten Brustseite. Und eine Dehnung in der rechten Schulter. Verstärken könntest du diese Übung, indem du den rechten Arm in eine Kaktusform bringst, also einen 90-Grad-Winkel im Arm formst. Und dann wird die Dehnung noch intensiver.
Noch für einen Atemzug hier. Gut, komm zurück zur Mitte, roll dich wieder auf den Bauch und dann bring den linken Arm auf die linke Seite in eine Stellung deiner Wahl, entweder einen langen Arm oder gleich den Kaktusarm, je nach Intensität. Bitte immer Obacht geben auf deinen Körper. Heb hier das rechte Bein, roll dich auf die linke Seite rüber. Jetzt könnte die linke Schläfe im Boden sein und dann stell den rechten Fuß hinter dir auf. Die rechte Hand könnte zur Abstützung dienen. Und dann atme hier in Brust und Schulter. Noch für einen Atemzug. Ganz entspannt. Gut, komm wieder zurück zur Mitte. Einmal wirklich ablegen, nimm die Hände neben die Brust, stell die Zehen auf und dann heb dich einmal ganz sauber in den Vierfüßler und von hier aus in den Hund. Gut. Spür nochmal hier den Rücken, die Körperseiten ganz, ganz lang, Knie ein klein wenig angewinkelt, heb dich in die Länge. Einatmen, komm nach vorne ins Brett, schiefe Ebene. Ausatmen, senk ab Richtung Boden. Einatmen, Zehen lang, Beine aktiv in eine Kobra deiner Wahl. Kann immer eine kleine Kobra sein. Für einen Atemzug pulsiere hier mit dem Atem. Und mit der nächsten Ausatmung komm zurück in den nach unten schauenden Hund. Noch einmal einatmen, heb dein rechtes Bein weit nach hinten und nach oben. Sehr gut. Stapel gern beide Hüften übereinander. Heb dein rechtes Bein lang. Nochmal einatmen, schieb die Zehen weit nach hinten. Atme aus, winkel dein rechtes Knie an. Rechte Ferse kommt zur linken Po-Hälfte. Und jetzt spür einmal hier eine schöne Öffnung in der Hüfte. Für einen Atemzug. Schieben die Hände. Gut. Komm einatmen, wieder lang nach oben. Und dann atme aus, dreh die Zehen hier Richtung Boden, beide Hüften auf einer Höhe. Nochmal einatmen, schieb hier die Ferse zur hinteren Wand. Ausatmen, setz den rechten Fuß zum Boden. Lass uns gleich tauschen. Mit der nächsten Einatmung heb dein linkes Bein in den dreibeinigen Hund weit nach hinten und nach oben. Und jetzt gib Gummi in die Hände. Heb auch hier die Oberarme weit vom Boden weg. Einatmen hier. Ausatmen. Linke Ferse fällt in Richtung rechter Po-Hälfte. Spür, wie sich die Hüfte schön öffnet. Nochmal einatmen hier. Heb dein Knie weit nach hinten. Und dann atme aus, streck das Bein und bring die Zehen wieder Richtung Boden. Beide Hüften auf einer Höhe. Nochmal einatmen hier, schieb die Ferse nach hinten. Und dann atme aus, setz den Fuß zum Boden. Letzte Einatmung hier. Und dann setz ausatmen, die Knie Richtung Boden in den Vierfüßlerstand. Öffne die Knie ein ganz klein wenig mehr. Und dann setzt den Po nach hinten in Balasana, die Stellung des Kindes. Leg hier die Stirn Richtung Boden ab. Könntest dir immer eine Decke oder einen Klotz unter die Stirn legen. Und dann lass den Oberkörper hier weich Richtung Boden fließen. Und dann bring hier deine Hände hinter den Rücken in den Flechtgriff, wie heute schon ein paar Mal. Verhakt die Finger ineinander. Atme hier tief ein, mach die Brust ein bisschen breiter. Die Arme haben so eine kleine Mikrobeuge. Und mit der nächsten Ausatmung zieh den Flechtgriff über den Kopf. Achte hier drauf, dass der Nacken nicht zu fest und zu klein wird, zu kurz. Vielleicht musst du die Stirn so ein bisschen versetzen. Atme hier nochmal ein. Und mit der nächsten Ausatmung lass den Flechtgriff nach rechts rüberfallen und du rollst auf die rechte Schläfe. Du solltest jetzt hier vermehrt eine Dehnung im linken Schultergelenk spüren. Einatmen, heb die Schulterköpfe mehr Richtung Himmel.
Und aus, nochmal ganz schwer Richtung rechter Seite fallen lassen. Komm einatmen, zurück zur Mitte. Und atme aus, lass den Flechtgriff nach links fallen und roll auf die linke Schläfe. Und all das immer nur Ideen, jeder Körper ist anders, richte dich für dich gut ein. Und wenn du nur in der Mitte bleibst, ist es völlig in Ordnung. Nochmal einatmen, hier die Schulterköpfe höher heben. Ausatmen, roll zurück zur Mitte. Löse die Hände, nimm die Hände vor deine Knie. Und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Ich glaube, ich habe gerade das Mikro geküsst, sorry. Komm zum Sitzen. Gut. Und dann könntest du gleich hier so sitzen bleiben im Fersensitz. Nimm einmal deinen rechten Handrücken zur linken Seite deiner Taille und hack dich hier ein. Also einmal die rechte Schulter weit nach unten und nach hinten ziehen. Mit der Einatmung heb hier die Halswirbelsäule ganz lang. Ausatmend, lass das linke Ohr auf die linke Schulter fallen, um hier die rechte Nackenseite ein bisschen zu verlängern. Und dann könntest du so viel Bewegung reinbringen, wie es passend ist für dich. Vielleicht das Kinn so ein bisschen heben und senken. Die rechte Schulter ein bisschen weiter Richtung Boden ziehen. Lass den Atem dabei fließen. Und dann löse hier vorsichtig. Tausch einmal die Seiten. Und der linke Handrücken kommt jetzt zur rechten Taille. Halte dich hier gut fest. Und zieh dein linkes Schulterblatt nach hinten und nach unten. Atme ein in eine lange Rückseite deines Nackens. Und ausatmen. Ein rechtes Ohr fällt auf die rechte Schulter. Nun finde wieder raus, ob du hier Bewegung brauchst oder vielleicht eine Statik sich besser anfühlt. Zieh dein linkes Schulterblatt weiter nach hinten und nach unten Richtung Boden. Gut, letzter Atemzug hier. Und dann löse langsam auf. Und wenn du möchtest, die Schultern ein bisschen rollen. Den Kopf rollen hier. Ganz vorsichtig sein, aber gerne einfach mal bewegen. Gut, und dann kommt zum Sitzen. Ich setze mich einmal so schräg auf. Streck die Beine nach vorne aus. Du könntest hier jederzeit mit einem Kissen oder einer gefalteten Decke dein Steißbein unterlegen. Dann sitzt du ein bisschen erhöht und fällst nicht so nach hinten. Greif dir zum Oberschenkel, dreh dir den oberen Oberschenkel nach hinten und nach außen für einen ganz stabilen Sitz hier. Die Beine aktiv und dann richte hier das Brustbein, dein Herz mehr Richtung Himmel, spür dich ganz gut aufgerichtet. Sehr gut. Und dann stell einmal deinen rechten Fuß auf, nicht ganz nah zum linken Bein, so auf Kniehöhe, ein bisschen versetzt. Mit der Einatmung heb beide Arme zum Himmel, mach dich hier ganz, ganz lang. Und mit der Ausatmung dreh den Oberkörper nach rechts. Die linke Hand greift zum rechten Knie. Und den rechten Arm lass hinter dich fallen, hier in so einen Drehsitz. Du könntest dich auch jederzeit am rechten Knie einhaken. Und dein linkes Bein bleibt so semi-aktiv. Beide Sitzknochen gut geerdet. Und dann atme ein, richte hier die Wirbelsäule ganz lang. Ausatmend, dreh dein Brustbein weiter nach rechts. Beide Schultern ganz weich, noch einmal so hier einatmen und aus, dreh dich. Jawohl. Und dann komm langsam zurück zur Mitte und lass jetzt dein rechtes Knie auf die rechte Seite fallen. Deine rechte Fußsohle dockt am linken Innenschenkel an. Vielleicht brauchst du hier einen Klotz oder ein Kissen zum Unterlegen des rechten Knies. Gut. Und dann schau einmal, dass deine rechte Ferse ein bisschen weiter in Richtung Schambein kommt, so fast ein bisschen nach rechts rüber.
eine schöne Grätsche herzustellen. Weite dir nochmal hier das Sitzfleisch und dann stell alle Finger neben deinem linken Bein auf. Dreh dich in Richtung des linken Beins, atme hier in die Länge der Wirbelsäule und dann atme aus und lass dich ganz locker übers linke Bein sinken. Und dein rechtes Knie darf widerstandslos Richtung Boden sinken. Und dann lass hier jede Ausatmung so ein bisschen mithelfen, um tiefer zu sinken über dem linken Bein. Wenn es ganz, ganz einfach ist für dich, dann greif dir mit der rechten Hand zur linken Außenseite des Fußes. Hier keinen falschen Ehrgeiz aufbringen. Lieber ganz entspannt hier in diese Haltung gehen. Ein Atemzug noch, dann sink weich. Komm hier zurück zur Mitte. Stell wieder den rechten Fuß auf und den linken ebenso. Dann bring dein rechtes Sprunggelenk auf deinen linken Oberschenkel. Achte darauf, dass dein rechtes Fußgelenk ganz stabil bleibt. Flex also den Fuß und dann stell die Finger hinter dich auf. Dann heb den Po und rutsch mit dem Po näher zum linken Fuß. Ja, mach den Abstand zwischen linken Fuß und Popo ein bisschen kleiner. Und dann stütz dich gern mit den Händen hinter dir auf. Rechter Fuß immer noch ganz stabil im Gelenk. Und dann atme ein, hebe dein Brustbein Richtung Himmel. Und atme aus, lass hier das rechte Knie ganz locker nach vorne sinken. Schick hier ganz wie Atem in die rechte Hüft- und Gesäßseite. Verweil hier für einen Moment. Es gibt Körper, die spüren in dieser Dehnung nicht allzu viel. Es gibt eine Steigerung für diese Hüftöffnung. Bitte auch hier keinen falschen Ehrgeiz. Aber wenn du möchtest, dann probier aus, hier den linken Unterschenkel parallel zum Mattenrand zu legen. Und den rechten Oberschenkel auf den linken Oberschenkel drauf, übereinander. Beide Füße flexen und beide Großzehballen schieben nach außen. Du solltest diese Übung tatsächlich nur machen, wenn dein oberes Knie nicht hier oben steht, ja? Wenn die Hüfte sich einfach so weit öffnen lässt. Und das ist tatsächlich hüftgelenksabhängig. Gut. Bleib noch für einen Moment in deiner Haltung. Du könntest hier nach vorne rutschen. Ein Atemzug. Und egal aus welcher Haltung, komm einmal zurück und löse auf. Streck die Beine wieder nach vorne aus und wir wechseln die Seiten. Wieder einen guten Sitz herstellen. Beide Beine aktiv. Stell den linken Fuß auf, nicht ganz nah zum rechten Bein. Atme ein, richte die Wirbelsäule hier auf, nimm die Arme lang nach oben und dann atme aus, dreh dich in Richtung linken Oberschenkel, vielleicht hack dich ein, leg den linken Arm nach hinten ab, dreh, setz. Gut. Und die rechten Zehen flexen. Atme hier einmal ein, richte dich ganz lang auf. Oh, mit der Ausatmung dreh hier dein Brustbein und dann auch die Schultern weiter nach links. Letztes Mal so. Und dreh dich in den Drehsitz. Ganz weiche Schultern, weicher Nacken. Gut, komm zurück zur Mitte. Lass dein linkes Knie jetzt nach links fallen. Vielleicht wieder unterlegen, so wie du es brauchst. Weite dir dein Sitzfleisch. Und dann bring die linke Ferse ein bisschen weiter in Richtung linken Oberschenkelansatz. Rechtes Bein aktiv. Stell die Finger neben deinem Bein auf. Dreh dein Brustbein über dein rechtes Bein. Einatmen hier bis in die Scheitelspitze, was auch immer das ist. Und dann atme aus und senk über dein rechtes Bein. Gut. Und auch hier hilft dir wieder der Ausatmen, weicher zu werden, tiefer zu sinken.
Vielleicht greift zum rechten Fuß, vielleicht auch mit der linken Hand zur rechten Fußaußenkante. Und dann spür, wie das Gewebe, deine Faszien, die Muskeln ganz weich werden. Und dann roll dich zurück zum Sitzen. Stell den linken Fuß wieder auf, auch den rechten. Wir gehen einmal in die Gesäßdehnung. Bring jetzt das linke Sprunggelenk auf den rechten Oberschenkel. Achte wieder hier, dass der Knöchel ganz faltenfrei ist. Und dann stütz dich auf, rutsch mit dem Po zum Fuß oder umgekehrt. Die Hände stützen dich. Fuß flex. Und dann atme ein hier, öffne dein Herz Richtung Himmel. Und dann atme aus, das linke Knie darf locker zur Seite fallen. Und du solltest eine gute Dehnung im linken Gesäß spüren. Und dann atme hier tief. Wenn du wirklich gar nichts spürst und mal ausprobieren möchtest, ob es klappt, bring also den rechten Unterschenkel parallel zum Mattenrand und den linken Unterschenkel auf den rechten. Hier sollte das Knie weit nach unten kommen. Indikator, ob die Hüften sich so weit öffnen. Und dann schieb jetzt beide Großzehballen nach außen, um sicherzugehen, dass die Knöchel faltenfrei und somit gesund bleiben, ganz stabil. Dann atme hier ein, nimm die Hände vielleicht nach vorne, das könnte es natürlich schon sein. Oder bring zum Beispiel die Unterarme Richtung Boden. Wenn du immer noch in der sitzenden Position bist, schön tief atmen, Brustbeine Richtung Himmel. Gerade Hüftgelenke sind so sehr individuell, dass es nichts mit Können und manchmal gar nicht so viel mit Üben zu tun hat, sondern mehr mit Anatomie. Letzter Atemzug hier. Und dann löst deine Haltung auf, ganz vorsichtig. Vielleicht schüttel die Beine so ein klein bisschen aus. Und dann roll dich einmal zurück auf den Rücken. Bis du auf dem Rücken zum Liegen kommst. So, jetzt bin ich gespannt, wie das ist mit dem Mikro, Leute. Und dann stell deine Füße relativ nah zum Po und mattenbreit auseinander. Also wirklich die Füße zur Außenkante deiner Matte bringen. Gut, die Hände könntest du die Arme aufgespreizt am Boden ablegen haben. Dreh die Handflächen nach oben. Und dann atme hier einmal tief in den Bauch ein. Und mit der Ausatmung lass beide Knie auf die rechte Seite fallen. Die Füße bleiben mattenbreit. Und du könntest jetzt hier bleiben oder du könntest probieren, den rechten Fuß auf dein linkes Knie abzulegen und hier das Knie zu beschweren. Auch hier ausprobieren und wenn es sich nicht richtig anfühlt, komm in deine Position. Und lass einmal ganz locker in der Hüfte, die Schultern sowieso. Letzter Atemzug. Und dann löst den rechten Fuß vom linken Knie, bring ihn wieder zur Mattenkante. Knie bringt zurück in die Mitte, atme hier nochmal ein. Und dann lass ausatmen, beide Knie auf die linke Seite fallen, die Füße bleiben mattenbreit. Und auch hier bleib hier oder leg jetzt den linken Knöchel aufs rechte Knie, beschwerend. Gut. Und dann löst den Fuß vorsichtig vom Knie, bring die Knie zurück zur Mitte und dann zieh dir beide Knie zur Brust ran, halt dich
an den Unterschenkeln fest. Und dann könntest du hier noch so ein bisschen den unteren Rücken frei rollen. In beide Richtungen oder auch die Knie in entgegengesetzter Richtung, was immer sich für dich jetzt gut anfühlt und dein Körper noch gerne hätte. Und dann bleib du gerne hier noch liegen für eine Schlussentspannung. Die Schlussentspannung bringt deinen Körper wieder so ein bisschen runter, vor allen Dingen dein Nervensystem. Das dauert so in etwa 6 Minuten, ja, bis das Nervensystem wieder ganz runtergefahren ist. Und wenn du die Zeit hast, dann nimm dir diese 6 Minuten gern, natürlich auch gerne länger. Und dann hoffe ich, dir geht es jetzt gut. Du fühlst dich so ein bisschen angereichert an Energie, aber nicht total kaputt. Vielleicht üben wir ganz bald wieder zusammen und hoffentlich ganz bald wieder von Angesicht zu Angesicht. Ihr habt keine Vorstellung, wie sehr ich euch alle vermisse. Von dem her, lass uns hoffen, dass es ganz bald ein Ende hat, der Spuk. Bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Gesundheit, alles Liebe, ganz viel Licht für dich. Namaste.